Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder mehrere kurze Telefonate, die betrügerischer nicht sein könnten. Lauter unseriöse Verkäufer am Apparat, die uns irgendeinen Quatsch andrehen wollen vom Finanzmarkt und, naja, wir haben auch wieder verschiedene Tablettenfirmen mit dabei, die uns irgendwelche unseriösen Medikamente verkaufen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, was wir da genau für Menschen am Telefon haben. Hallo? Guten Abend, Herr Müller, ja? Hallo? Ja, was kann ich denn für Sie tun? Ich habe ein Bestellformular für Feronex ausgefüllt. Ach ja, das mit den Schwanzpillen. Ja, richtig. Ja, haben da gibt es wieder... Ja, da gibt's wieder Tinte auf dem Füller, habe ich gesehen. Was haben Sie gesehen? Da gibt's Tinte auf dem Füller. Mit den Schwanzkapseln. Ja, das sind Schwanzkapseln. Ja, wie viele Packungen kann ich denn da haben? Wie viel habt ihr denn da? Soll ich Ihnen ein paar Fragen stellen, damit ich Ihnen was beraten kann, okay? Was denn für Fragen? Ich wollte doch nur die Packung haben. Aber ich muss zuerst wissen, was für Probleme Sie haben und daran, wie viele Packungen Sie brauchen. Aber ich hab doch ja keine Probleme. Ich wollte bloß mal ein bisschen Tinte auf den Füller bringen. Sie möchten nur Ihre Erektion verstärken, richtig? Nur Tinte auf den Füller. Damit wir wieder sprudeln können. Dann hat die Kohlensäure alle. Also dann, bei uns gibt es zwei Kuren, die Ihnen passen könnten. Ihnen helfen, Sie könnten Ihr Erektion verstärken und Ihr Geschlechtsverkehr verlängern. Ja, das nehme ich. Da ist der Hildegard so leidenschaftlich schon drauf. Wie bitte? Der Hildegard freut sich schon, dass ich das gefunden habe. Ich hab ihn ein bisschen nicht verstanden. Na, die Hildegard, die ist schon ganz juckig. Wann schickt ihr die raus? Ja, okay. Und zum Beispiel gibt es ein Programm mit 6 Packungen und 4 Packungen. Habt ihr da nicht mehr? Schickt mal alles raus, was ihr habt. Die Hildegard, die ist der Tropfen der Zahn. Was sind 6 Packungen? Na, wenn da nicht mehr geht, dann nehme ich 6, ja. 6 Packungen, der Gesamtkosten ist 195 Euro. Oh ja, das geht ja. Dann schick mal raus, schnell. Wann sind denn die da? In 5 Werktagen. In 15 Tagen? Nee, in 5 Werktagen. Ach, in 5 Arbeitstagen. So lange muss ich da noch warten. Am Montag, Dienstag bekommen Sie die Bestellung. Ja, das machen wir so. Okay, dann sagen Sie mir bitte Ihr Postleitzahl. Also Postleitzahl. Ja, richtig, Postleitzahl. Das ist die... Da muss ich mal gucken. Das habe ich doch nicht im Kopf. Ich dachte, ich kann das da an meinem Bildschirm eingeben, aber das, weil da ist das gespeichert. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, wo ist sie denn? So, denn... Die Postleitzahl ist 0. Denn da kommt 6, 4 und 8 und 4. 6, 8 und was? Und noch eine 4. Ist, Klimburg, ja? Ja, in Quedlinburg. Die Straße? Das ist die Herbert-Grönemeyer-Straße. Der Buchstabe. Was? Herbert-Grönemeyer? Herbert, ja? Herbert-Grönemeyer. Herbert-Grönemeyer. Ja. Hausnummer? 77. Ja. Okay, zusammenfassend, ihr besteht aus 6 Packungen, Gesamtkosten 120 Euro. Ja. In zwei Tagen wird unsere Lieferabteilung danach. Ja. Okay, dann vielen Dank für Ihre Bestellung. Mhm. Und schönen Abend noch. Ja, ebenso. Danke, ciao. Tschüss. Ist schon der absolute Wahnsinn, was man da für Verkäufer am Telefon hat. Denen ja eigentlich alles scheißegal ist, was man da so lostritt am Telefon. Tja, das war wieder so eine Webseite, wo man sich direkt auf der Webseite einträgt mit Namen, Telefonnummer, man klickt dann auf Bestellen und anstatt dann, naja, ins Bestellformular zu gehen, ruft direkt noch 10 Minuten jemand an. Und der verkauft euch dann gleich noch eine Packung mehr.
Da gibt es dann gleich größere Packungssets. Manchmal haben die hier noch ein tolles Angebot nebenbei. Aber das, was man dazu geschickt bekommt, ist definitiv nichts Medizinisches. Das ist irgendwas, tja, was sich irgendein Scharlatan ausgedacht hat, wird ein bisschen mit Mehl zusammengepresst. Man weiß nicht so richtig, was da sonst noch so für Inhaltsstoffe drin sind. Und das verkauft man euch dann hier am Telefon. Egal, was man sich da für eine Story noch ringsrum dazu ausdenkt. Ich weiß nicht, was das bringen soll, dass die dann anrufen, anstatt man einfach online den Krempel da bestellt. Wahrscheinlich geht es dann darum, dass man einfach mehr bestellt und nicht nur eine Packung. Schauen wir mal zum nächsten Gespräch, was wir da so für nette Leute mitgebracht haben. Tag. Hallo, guten Tag. Kakifein? Ja, Kakifein. Kakifein, okay. Am Apparat Ihr leitender Berater Leonardo Santis. Hier geht es um Kryptowährung. Wissen Sie, was Kryptowährung ist? Nee, was denn das? Bitcoin zum Beispiel. Aha, was macht man damit? Sie können damit Geld verdienen, passives Einkommen machen. Wie geht denn das? Sie sollen ein Konto eröffnen und dort anlegen Sie Ihren minimalen Betrag, 250 Euro. Und damit bekommen Sie von 40 bis 60% als garantiertes Gewinn. Hab doch schon ein Konto. Kann man das nehmen? Wo haben Sie das Konto? Bei der Sparkasse. Ja, Sie können ein Kryptokonto öffnen. Dort investieren Sie. Sparkassekonto, das ist ganz normal, okay. Aber mit Hilfe von diesem Konto investieren Sie Geld in Kryptowährung. Verstanden? Nee. Probieren wir das? Was? Warum? Was denn? Warum möchten Sie das nicht? Ich habe doch ein Konto bei der Sparkasse. Ja, bei der Sparkasse haben Sie Bankkonto. Aber in Kryptowährung zu investieren, brauchen Sie Kryptokonto. Warum denn das? Weil das andere Währung. In Sparkassekonto haben Sie Euros, richtig, ja? Nee, da habe ich türkische Riviera drin. Türkische was? Türkische Riviera. Türkische Lira, meinen Sie? Ja. Aber warum? In Sparkassekonto haben Sie türkische Lira. Ja. Warum? Na, warum nicht? Sind Sie Kanake? Ja. Und Sie? Nein. Gott sei Dank, nein. Okay, was machen wir mit Ihnen? Weiß ich nicht, was wollen wir ein Schönes machen? Können Sie ein neues Konto eröffnen? Können uns doch ein bisschen da bei deinen Betrügerschuppen unterhalten. Sind Sie Betrüger? Nee, aber du. Oh, du, ich bin kein Betrüger. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der möchte Ihnen dir helfen. Ach so, ich dachte, du bist Betrüger. Warum denn? Denkst du, dass alle Leute sind Betrüger in der ganzen Welt? Nee, aber die einfach ungefragt anrufen schon. Ungefragt anrufen? Sollen wir dich fragen, ob wir anrufen können oder nicht, ja? So meinst du. Ja, Wer bist du überhaupt? Du bist ein einfacher Mensch. Ja. Wir brauchen nicht deine Bestätigung, wann sie anrufen sollen. Mit wem sollen wir sprechen? Aber entscheidest. Das deutsche Datenschutzgesetz sagt schon, dass du meine Bestätigung dafür brauchst. Nein, auf keinen Fall. Okay. Stellen wir uns vor, ich habe mich verwähnt. Datenschutzgrundverordnung. Das ist mir egal. Was machst du damit? Ja, die hältst du ja nicht ein. Willst du Anzeige machen oder was willst du machen? Ja. Oh, perfekt. Kennst du meinen Namen? Braucht man doch nicht. Deine Telefonnummer steht doch im Display. Denkst du, dass ich habe eine Nummer? Ja, die eine Nummer. Wenn du gesagt hast, dass ich ein Betrüger bin. Ja, genau. Bist du ja auch. Nein, auf keinen Fall. Ich bin kein Betrüger. Natürlich. Aus dem Kakerlakenland. Ein Betrüger aus dem Kakerlakenland. Aus Kakerlakenland. Okay. Und du bist wer? Ich bin kein Betrüger. Wer bist du? Na, ein Kanaker, haben wir doch schon geklärt. Ah, okay. Woher kommst du? Aus Kanakenland, von der Kakerlaken. Okay. Wer arbeitest du? Welche Beruf hast du? Kakerlakensammler. Ich sammle Kakerlaken und muss die dann katalogisieren. Willst du investieren? Womit denn? Bei euch kann man doch nicht investieren. Willst du investieren? Ja, aber bei euch geht's doch gar nicht. Ihr haut doch mit dem Geld nur ab. So läuft es doch da in so einem kakerlatastischen... Mit dir sehr langweilig. Okay. Ja. Kein Interesse. Das ist ja nicht so bis schön. Bis morgen. Ja, bis morgen, Kakerlake. Na, ist ja herzallerliebst. Da haben wir einen Ausländer dran. Oder zumindest irgendjemanden aus einem ausländischen Callcenter, der uns Kanake nennt. Und stolz drauf ist, selbst keiner zu sein. Also,
Frage ich mich immer, wie die denn selbst auf die Rassismuskeule kommen, wenn sie sich den Bären ja selbst umbinden. Es ist schon irgendwie absolut, tja, fraglich, verwerflich. Ich weiß manchmal nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach unterirdisch, was da für Leute anrufen. Der hier hat ja den Betrug jetzt nun mehr oder weniger bestätigt. Und natürlich braucht der eine Genehmigung von mir, wenn er mich anrufen darf. Er ist ja nur der Auffassung, dass Normalmenschen, die kann man einfach alle anrufen. Da braucht man keine Genehmigung dafür. Mhm. Tja, ist ja eine schöne Ausrede. Und schön, dass er hier auch verraten hat, dass die Nummer, also dadurch, dass ich die Nummer habe, nichts bringt. Er hat ja mehrere. Damit wollte er eigentlich nur verraten, dass das Ganze Spoofing ist und die Telefonnummern überhaupt gar nicht existieren. Oder irgendjemanden Fremden gehören. Ist schon der absolute Wahnsinn, was da so alles am Telefon passiert. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch solche Leute an der Leitung habt oder ob ihr eine friedliche Telefonleitung habt, wo ihr nicht genervt werdet. Guten Tag. Guten Tag, Herr Toffel. Ja. Schön, Sie zu erreichen. Ja. Ich bin Adriano und zwar melde ich mich von Trader Aktiv. Es geht um ein Handelskonto, die unter Ihr Name steht, Herr Karl. Adriano und weiter? Adriano Bianchi bin ich. Ach so. Mhm. Ja, und Sie haben ein Handelskonto bei uns erstellt und das Konto steht immer noch inaktiv. Mhm. Und ich bin eigentlich da, um Ihnen zu helfen, das Konto aktiv zu stellen. Aber ich weiß nicht, ob Sie Erfahrung in diesem Bereich haben oder das für Sie das erste Mal ist. Konten aktivieren oder was? Ja, Konto aktiv stellen. Ja, im Konto aktivieren habe ich keine Erfahrung. Haben Sie gar keine Erfahrung? Nee, suchen Sie Mitarbeiter? Nee, ich suche keinen Mitarbeiter. Ich sehe nur, dass Sie ein Konto schon erstellt haben und deswegen rufe ich Sie an. Ich habe schon 2000 Mitarbeiter hier. Ich brauche keinen Mitarbeiter. Ich sehe nur, dass Sie diese Anmeldung gemacht haben und ich rufe Sie, um Ihnen zu erklären und zu helfen. Ja, aber Sie sagten doch, Sie suchen Leute, die Konten aktivieren. Sie haben ein Konto erstellt und das Konto ist immer noch inaktiv. Ja, und da suchen Sie jetzt Personal, um die Konten zu aktivieren, oder wie? Also, dieser Konto ist unter Ihr Name, Herr Toffel. Ja? Unter meinem Sie haben das Konto selber erstellt, ja. Sie haben Interesse für Online-Trading gezeigt. Aha. Wann denn? Das ist vor 4 Monaten passiert. Und da rufen Sie an? Ja, ich rufe Sie an, genau. Na dann? Also, wie gesagt, wollen Sie das Konto aktiv stellen? Wozu sollte ich? Bitte? Wozu sollte ich das denn? Wozu Sie das sollten? Es geht, wie gesagt, um Onlinehandel. Sie wollen ja Geld online verdienen, oder? Mit Amazon oder wie? Oder eBay? Jedes Ding. Ist egal. Also, bei uns können Sie alles handeln. Jedes Finanzprodukt. Bitte? Kann man da auch Schlüpfer verkaufen? Schlüpfer, ja, Schlüpfer können Sie verkaufen, ich nicht. Weil Sie werden Schlüpfer verkaufen, ich nicht. Sie können auch Kartoffeln verkaufen, ist kein Problem. Ja, aber Sie sagten doch, da kann man handeln. Dann würde ich ja gerne mit Schlüpfern handeln. Es gibt ja 5 Märkte, ne? Rohstoffe, Indizes, Forex, Kryptowährungen. Ja, Rohstoffe, ja. Wenn man da Schlüpfer verkaufen will. Ja, ich weiß nicht, für was Sie interessiert sind. Deswegen, ich rufe Sie nur, um Ihnen zu helfen. Wollen Sie das Konto aktiv stellen, ja oder nein? Weil ich habe keine Zeit. Wenn man da Schlüpfer verkaufen kann, dann ja. Ja, Sie können auch Schlüpfer verkaufen. Ja. Wollen wir das aktiv stellen jetzt? Dann können wir das aktivieren, ja. Okay, haben Sie ein Rechner oder ein Handy dabei? Nee. Und mit was reden Sie mit mir? Mit der Zeitung. Telefonieren. Mit der Zeitung? Machen Sie Spaß mit mir oder was? Na klar, weil du bist ein Betrüger. Ich bin schon Betrüger. Mhm. Und was, sind Sie auch schwul dann? Ja. Ja? Nee, ich aber nicht. Sorry, suchen Sie jemand anderen, der schwul ist. Tschüss. Ja. Tschüss, Betrüger. Eieieiei, da haben wir wieder einen von der ganz besonders intelligenten Sorte an der Leitung gehabt. Also schon alleine, wie der sich ausdrückt, kann's ja definitiv nicht von einer echten Bank sein. Davon mal abgesehen, der Krach im Hintergrund, die Musik, es verrät ja auch schon wieder, dass da irgendwas nicht ganz mit rechten Dingen zugeht oder zumindest irgendwas, ja, weiß ich nicht, Unseriöses da passiert. Ja.
Und dann immer mit den sexuellen Beleidigungen dann zum Schluss, zumindest sieht er es ja so und deswegen benutzt das ja auch so. Keine Ahnung, was er damit jedes oder was die Betrüger grundsätzlich damit erreichen wollen. Denn, naja, mal angenommen, ich will jetzt jemanden bescheißen, dann versuche ich doch wenigstens noch einen guten Eindruck zu hinterlassen, damit der Kunde nicht noch in seinem Eindruck von mir bestätigt wird. Ja, aber dann beleidigen sie jedes Mal und bestätigen ja eigentlich nur, dass das definitiv nichts Seriöses sein kann. Tja, so läuft's halt in diesen Callcentern. Ist schon der blanke Wahnsinn. Ja? Ja, hallo? Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen für die Störung. Julian am Apparat. Ich bin der Berater von der Firma Shop Online, wo eine Anfrage gestellt wurde mit dem Namen Zoela Hodensack. Es geht um das Produkt Prostovit, ist eine pflanzliche Mittel soll gegen die Prostatitis und wegen Potenz und Erektion. Mhm. So bin ich wahrscheinlich mit Herr Hodensack verbunden. Stimmt? Ja, ja. Wunderschön. Herr Hodensack, erlauben Sie mir bitte kurz so einige Fragen zu stellen, um Ihnen den besten Rat zu geben. So das Produkt hätten Sie für sich selber oder für jemand anderes? Sagen Sie mir bitte. Das will ich auf einer Party verteilen heimlich. Nochmal? Das will ich auf einer Party verteilen. Ach so, ich verstehe. Ja. Aber das wollen Sie im Prinzip für Sie selber haben, stimmt? Ne, will ich auf einer Party verteilen. Ich verstehe, aber wer trifft die Entscheidung für das Produkt? Wer bezahlt? Sie oder? Ne, ich bezahle das, ja. Super, dann wunderschön. Sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 29. Nochmal? 29. Okay. So, welches ist genau so Ihr Hauptziel? Was möchten Sie gerne mit Hilfe dieses Mittels erreichen? Ich meine, so, haben Sie Probleme mit Wasserlassen oder wollen Sie das Produkt so wegen Potenz, wegen Erektion haben oder wegen Ausdauer? Ich will es einfach auf einer Party verteilen. Ich verstehe, aber das ist Sie wissen schon, das ist ein Mittel, eine Potenzmittel, ja? Ja, genau. Soll ja eine Sexparty werden. Alles klar. Ich verstehe. So, sagen Sie bitte, haben Sie schon früher etwas anderes verwendet, eine andere Potenzmittel, oder ist das erste Mal für Sie? Ja, ich habe die ganzen Shops im Internet schon einmal durchbestellt. Haben Sie schon auch früher schon bestellt, meine Sie? Ja, bei anderen Firmen, ja. Man soll ja alles mal ausprobieren. Ich verstehe. Vielen Dank für Ihre Antwort erstmal. Ich wollte sagen, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben. Und ja. Sie müssen wissen, dass das Produkt Prostovit auch also ein Naturmittel ist. Ist 100% pflanzlich. Und das gewährleistet das Fehlen von Nebeneffekten. Heutzutage, das ist die neueste Entwicklung, die Ihnen hilft, die meisten Probleme zu lösen, die mit männlichem Sexualleben zusammenhängen. Ja? Und bei der Nutzung des Produktes werden Sie binnen einigen Wochen Ihre Mannenskraft steigern, Ihre sexuelle Energie verstärken und natürlich werden Sie in den Augen der Partnerin attraktiver werden. Ja? Oh ja, das Hauptvorteil von Prostovit. Wie bitte? Ich sage, dann wird es ja eine super Party. Super dann. So, das Produkt wirkt in 5 Richtungen gleichzeitig. So, verstärkt den sexuellen Trieb, stellt die Potenz wieder her und steigert sie, festigt die Erektion und trägt zur Behandlung der erektiven Dysfunktion bei, erhöht die Dauer des Geschlechtsaktes und natürlich die männliche Ausdauer und verbessert den allgemeinen Gesundheitszustand. Das bedeutet, so verbessert die Blutzirkulation im Körper. Von Prostovit müssen Sie 2 Kapseln täglich einnehmen, beziehungsweise so morgens und abends, jeden Tag. Das machen Sie regelmäßig, ich meine ohne Unterbrechung, ja, täglich, ja. Damit Sie nicht nur die gewünschten Effekte von dem Produkt bekommen, aber was am wichtigsten ist, die Effekte werden bei Ihrem Organismus so akkumuliert und gespeichert werden. Verstehen Sie, was ich meine? Nee, aber Hauptsache es ballert. Wie bitte? Ich sage, nee, aber Hauptsache es ballert, der Rest ist ja egal. So, haben Sie mich verstanden, wie das Produkt funktioniert oder haben Sie Fragen? Nee, Fragen habe ich keine. Ich sage, Hauptsache es ballert. Alles klar. So, eigentlich das Beste für Sie, das beste Programm, das wir für Sie haben. Hallo? Ich höre Sie nicht mehr. Sie sind nicht mehr zu verstehen. Tja, und dann war unser netter Pillenverkäufer plötzlich weg. Der hat nochmal angerufen, nur das Problem ist, ich kann mich nur daran erinnern, dass er nochmal angerufen hat. Die rufen jedes Mal mit einer anderen Telefonnummer an
Und aus diesem Grund ist es ziemlich schwierig, die Anrufe im Nachgang, wenn ich die Videos hier bearbeite und schneide, nochmal zusammenzufummeln. Also ihr müsst euch vorstellen, ich telefoniere und telefoniere und telefoniere. Wenn ich dann ein bisschen Zeit habe, dann setze ich mich wieder an den Computer, lade die ganzen Anrufe von der Cloud runter und habe dann die Anrufe nacheinander weg, nach der Telefonnummer leider sortiert. Ich kann das leider nicht ändern an meinem System. So, und wenn die aber ihre Telefonnummer ständig ändern und jedes Mal mit einer neuen Telefonnummer anrufen, tja, dann weißt du nicht, wo du danach suchen sollst, ne? Und dadurch lässt sich das leider auch nicht mehr zusammenfügen, das Gespräch. Naja, aber er hat uns die Tabletten dann später trotzdem noch verkauft. Es ist schon Wahnsinn. Ich will ihm hier erzählen, ich will die Tabletten einfach bei Leuten untermischen. Ich will die auf einer Sexparty verteilen, Hauptsache es ballert. Also ein seriöser Verkäufer hätte jetzt hier mir erklärt, dass die Tabletten nicht für diesen Sinn und Zweck gedacht sind und, naja, dass die Leute vielleicht auch über Nebenwirkungen aufgeklärt werden und die Packungsbeilage lesen können, wenn das schon lauter fremde Leute zu sich nehmen sollen. Tja, also mit seriös verkaufen hat das hier definitiv nichts zu tun. Aber wie schon eingangs erwähnt, man trägt sich auf der Webseite nur mit Name und mit Telefonnummer ein, geht dann auf Bestellen und schon klingelt's Telefon, anstatt eben ins Bestellformular einer ganz normalen Webseite zu gelangen. Und das ist eben das Komische. Hier geht's nur ums Verkaufen und nicht um eure Gesundheit oder Erektionsverbesserung. Tja, ich weiß nicht, wer auf sowas reinfällt, aber es scheint ja leider zu funktionieren. Denn auch der sitzt ja da nicht alleine in diesem Callcenter. Hallo, schönen guten Tag, Herr Kai. Emilia ist mein Name von Express Trade. Wie geht es Ihnen? Wen möchten Sie sprechen? Also, ich wollte mit Mario Kart sprechen. Ach ja, der Herr Kart, Mario Kart. Vom Apparat, ja? Habe ich nicht verstanden. Genau. Also, ich entschuldige mich. Ich habe gesehen, Sie haben sich auf unserer Plattform ein Handelskonto registriert. Ja, deswegen möchte ich Ihnen kontaktieren. Ist ja fantastisch. Also, möchten Sie Ihre Konto aktivieren auf unserer Plattform? Also, eine Disco-Plattform oder was meinen Sie jetzt? Das ist Bitcoin-Plattform. Ach so, wegen der Musik dachte ich, Sie sind da in so einer Disco oder so. Ja. Hier ist Disco, ja? Ist immer Party da. Genau. Wir machen Party, ja? Kommst du mit mir? Nee. Oh, schade. Glaubt Ihnen da einer die Scheiße in der Diskothek? Ja, hier ist Diskothek. Ist ja traurig, dass das Leute glauben. Tja, was machen wir nun schön mit? Sind Sie geisteskrank oder was? Nee, im Gegensatz zu Ihnen denke ich nicht. Sie haben mehrmals Konto eröffnet, also ja, auf unserer Plattform. Warum, natürlich. Warum machen Sie das? Wieso? Na, um eure Zeit zu verschwenden, weil ihr seid ja Betrüger und Kriminelle. Meine Zeit ist so wichtig, ne? Ja, die ist wichtig, wenn die verschwendet ist. Dann ist sie weg, die Zeit, und in der Zeit kannst du mit keinem anderen. Tschüssi. Tschüss, Betrüger. Tschüss, Betrüger. Tja, das sind die Anrufe vom angeblich seriösen Finanzmarkt, die euer Geld in Treuhand verwalten möchten. Ist schon immer wieder höchst interessant, was da für Leute an der Leitung sitzen. Und vor allem die halbe Diskothek. Ja, und schon alleine, was sie da von sich wiedergegeben hat. Kommst du mit mir? Es ist einfach nur absolut unterirdisch. Tja, aber was will man dazu sagen? Ich gehe mal davon aus, dass die hier vorher vielleicht schon mitbekommen hat, dass ich mich da oft genug eingetragen habe. Ich meine, sie hat es ja auch gesagt. Vielleicht wusste sie es schon zu dem Zeitpunkt, wo sie angerufen hat. Nur dann stellt sich jedes Mal die Frage, warum rufen die eigentlich dann überhaupt noch an? Tja, funktioniert immer wieder. Ich finde es nur einfach sehr, sehr tragisch, dass da eben auch Menschen ihr Geld einzahlen und das dann dementsprechend verlieren. Ja, hallo, schönen guten Tag. Hier spricht Lukas Holmberg. Ich melde mich von Rückerstattungsagentur aus Berlin. Es geht um Ihre Aktivitäten auf dem Finanzmarkt, bitte. Sie haben Geld investiert, aber Auszahlungen nie getätigt, ja? Nee. Also, wie ich in meinem System sehe, Ihre erste Investition war 250 Euro. Ist das korrekt? Nee. Also meinen Sie, Sie haben gar keine Investition gemacht, oder? Richtig, genau. Funktioniert der Betrug hier nicht. Okay, dann ich sage tschüss. Tschüss, Betrüger. Ich bin nicht... Was haben Sie gesagt? Du Arschloch, ich bin kein Betrüger. Wieso sprechen Sie das so? Ja, du bist ein Krimineller.
Ja, genau. Wieso sprechen Sie mit mir so, du Arschloch? Also, muss man da noch irgendwas zu sagen? Ich meine, die verraten sich ja in ihrer Verhaltensweise komplett selbst. Seriös und legal könnte das auf gar keinen Fall sein. Ich verstehe nur immer wieder nicht, warum die sich selbst noch für ansatzweise seriös halten, wenn da doch alle in diesen Callcentern die vermeintlichen Kunden beleidigen. Tja, und hier ging es ja wieder um diese Abzockmasche, nachdem man schon mal angeblich irgendwo Geld eingezahlt hat. Ja, hier will man dann in der Regel mit Anydesk auf eurem Computer noch ein bisschen rumschnüffeln, um noch einen kleinen Datendiebstahl zu begehen. Und wenn es geht, vielleicht gleich nochmal 250 Euro abknüpfen. Oder 50 Euro Gebühr oder was sie sich da alles einfallen lassen, damit man dann das Geld ausgezahlt bekommt. Nur eine Auszahlung, die findet hier natürlich trotzdem nicht statt. Ja, hallo. Hallo, schönen ja. Guten Tag. Was ist mit Herr Labauterbach? Karel? Labauterbach. Hallo, hallo. Ich rufe Sie, weil Sie hatten sich bei uns vor ein paar Monaten für Handel im Finanzmarkt interessiert. Wir wollten einfach überprüfen, ob die Interesse noch besteht. Es geht um Trading, um Investitionen, vollautomatisierten Handel. Warum wollen Sie das denn überprüfen? Weil Sie hatten sich bei uns registriert und wir könnten Sie gar nicht erreichen. Ach so. Warum denn das nicht? Bitte? Warum denn das nicht? Wir haben probiert, sie zu erreichen, ohne Erfolg. Sie haben nicht angenommen. Sie haben sich bei uns selbst registriert. Mhm. War Ihre Telefonleitung da kaputt? Wir haben Sie angerufen, Sie haben nicht angenommen. Sind Sie daran interessiert? Sie haben sich bei uns selbst registriert. Ich sind Sie daran interessiert? Telefon, ja oder nein? Okay, ich kann Sie in das Team sehen. Wir haben probiert, sie zu erreichen für 2 Wochen. Sie waren nicht da. Sind Sie interessiert, am Finanzmarkt zu investieren oder nicht? Warum möchten Sie das denn wissen? Weil Sie sich auf unserer Seite angemeldet haben. Sie wollten wahrscheinlich Informationen kriegen oder handeln oder investieren. Das ist unser Job, wenn Sie sich bei uns registrieren und wir das Geschäft probieren, unser Kunden zu unterstützen, irgendwie zu erreichen. Aha. Also ist der Job, einfach überall illegal anzurufen, ohne Werbeerlaubnis? Nicht illegal, wenn Sie sich bei uns registriert haben und Ihre Telefonnummer für Kontakt angegeben haben und unsere Geschäftsbedingungen akzeptiert haben. Sind Sie interessiert? In den kann das ja nicht drinstehen mit dem Anruf. Das geht ja nicht. Es steht, sonst würden wir Sie nicht anrufen. Aber das ist ja dann nicht datenschutzkonform in Deutschland. Sind Sie interessiert, Ihr Handelskonto zu diskutieren oder nicht? Ich möchte meine Zeit nicht verlieren. Nicht bei einer kriminellen Firma. Warum denken Sie, dass es eine kriminelle Firma ist? Also weil Sie illegal anrufen. Wir rufen nicht illegal an. Na doch, das habe ich Ihnen ja gerade erklärt. Sie sind nicht datenschutzkonform. Schönen Tag. Ja, den wünsche ich mir auch. Ja, genau so sieht's aus. Tja, auch wenn er nur mal nachfragen will, ob ich da noch Geld einzahlen möchte. Das ist so auch einfach nicht erlaubt. Tja, den Betrügern ist das natürlich egal. Die rufen auf Masse jede Telefonnummer an, die da in ihrer Datenbank stehen haben. Aber es ist schon der absolute Kracher. Naja, zumindest war der hier mal nicht ausfallend. Aber, tja, auch was das Thema mit den AGBs angeht, in den AGBs, also in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, da kann man so ein Telefonat oder so ein, ja, bevorstehendes Telefonat nicht drin verstecken. Denn dafür muss man einen Double Opt-in setzen, also eine zusätzliche Erlaubnis erteilen, dass man auch wirklich angerufen werden möchte. Tja, aber es interessiert die halt nicht. Die rufen halt überall an, in der Hoffnung, dass irgendjemand schon Ja sagen wird. Scheint ja auch leider zu funktionieren. Jo. Hallo? Hallöchen. Mario Kart habe ich gern gesprochen. Ja, tütüt. Schön, dass Sie erreichen, Kart. Anja Schwarz, mein Name aus Factory Medien. Ich melde mich, weil Sie sich online bei uns gestern für ein Gewinnspiel beteiligt haben, richtig? Weiß ich nicht. Bei was denn für ein Gewinnspiel? Was habe ich denn gewonnen? Online für einen Einkaufsgutschein haben Sie sich gestern registriert, um 13 Uhr. Ach, kann sein. Und, habe ich den jetzt gewonnen? Ja, ich bin registriert. Es hat bei Ihnen geklappt. Sie haben einen Gutschein im Wert von 599 Euro gewonnen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Toll. Bitte? Toll. Das habe ich jetzt immer noch nicht verstanden. Ich habe Ihnen gerade mitgeteilt, dass Sie einen 599 Euro Gutschein gewonnen haben. Ja, und ich habe gesagt, toll. Mhm, Sie sollten sich dann mal dafür bedanken, oder nicht? Nee. Dann frage ich Sie gerne raus. Tschüss. Also was war denn das jetzt? Ich wollte bei mir, also ich habe mich in irgendeinem Gewinnspiel eingetragen.
Das kann ja soweit erstmal richtig sein. Nur, dass Sie dann nicht einfach so anrufen dürfen. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Double Opt-in und so, ihr wisst ja Bescheid. Aber was war denn das? Also, ich habe mich jetzt bei ihr nicht doll genug über diesen Gutscheingewinn gefreut. Und da hat sie dann direkt aufgelegt. Hätte ich jetzt total ausflippen sollen, dass ich da einen Gutschein bekommen habe, wo ich mir am Ende den Arsch mit abwischen kann und dafür noch eine Zeitung oder so kaufen muss? Oh Mann, also es wird immer verrückter. Also, ja, also wenn die sich so ihre Verkäufe selbst kaputt machen, ist es ja nur vom Vorteil. Ich meine, gut, vielleicht hat ihr der Name Mario Kart schon ausgereicht und sie hat's vermutet, aber wer rastet denn jetzt da aus am Telefon, wenn man so eine quietsche Stimme drin hat? Tja, das ist schon Wahnsinn. Okay. Was denn? Willst du mir was Schönes vorsingen, oder wie? Tja, und die nette Tante hier hat direkt wieder aufgelegt, wahrscheinlich, weil sie gerade selber ja irgendwie peinlich berührt war, weil sie da am Telefon singt. Also zur Erklärung. Wenn man in einem Callcenter sitzt, dann telefoniert man zwar vielleicht mit einem echten Telefon, was neben einem steht, aber da steckt das Headset drin. Das Headset habe ich auf dem Kopf und das Mikrofon vorm Mund. Zumindest im besten Fall. Dieses Telefon, was aber auf dem Tisch steht, das wählt nicht zwingend, sondern ein Programm, was auf eurem Computer läuft, beziehungsweise nochmal auf irgendeinem obergeordneten Server, und der schmeißt euch jetzt einen Kunden auf euren PC. Das heißt, jetzt bewegt sich was auf dem Computer und auf eurem Bildschirm ploppt von ganz alleine so eine Maske auf, wo die Kundendaten drin stehen und die Datenbank eben verwaltet werden kann. Gleichzeitig habt ihr dann den Menschen, der eben jetzt auf dem Bildschirm auftaucht, direkt auf dem Ohr über das Telefon, was ihr dran stecken habt. Gibt es auch über eine USB-Lösung direkt am PC, also ohne, dass man da noch Hardware zu stehen hat. Ist aber meistens so, damit man damit auch noch auswählen kann, wenn man untereinander irgendwie telefonieren will, damit es ein bisschen einfacher ist. Und ein Telefon ist halt ein Telefon. So. Und die wird jetzt ja einfach vielleicht auf einem zweiten Bildschirm ein bisschen rumgespielt haben, ein bisschen rumgescrollt oder vielleicht einfach sich umgedreht haben zu einer Kollegin und ein bisschen mitgesungen mit der tollen Musik, die da im Hintergrund läuft. Und die war so erschrocken, dass da auf einmal in der Leitung jemand ist, dass er ganz schnell aufgelegt hat, weil ich hab's ja gehört. Tja, also in diesen Callcenter läuft das natürlich alles automatisch. Da sitzt keiner und wählt jetzt hier einzeln die Nummern auf den Knöpfchen. Das hat man vielleicht in den 90er Jahren noch gemacht, aber wahrscheinlich ab 95, da gab's schon solche automatischen Wählsysteme, dass man das nicht mehr per Hand macht. Ja, und die war hier halt ein bisschen erschrocken. Guten Tag. Hallo, Sergej. Wen möchten Sie denn sprechen? Mit Sergej Farlich. Was? Mit Sergej Farlich. Verstehe Sie nicht. Was haben Sie nicht verstanden? Sie verstehen diesen Namen nicht, oder? Nee. Okay, wie heißen Sie? Ja, das geht Sie ja nichts an, wenn Sie hier anrufen. Okay, ich rufe Sie jeden Tag an. Vielen Dank, schönen Tag noch. Ist das irgendwie ein Lattenschuss? Danke. Tschüss. Das klingt eher nach Betrüger. Also, Sie haben mir immer noch nicht aufgelegt. Sie haben mir nur Ihr Mikrofon gestummt. Wollen Sie nicht noch irgendwas sagen? Netter krimineller Mann da am anderen Ende des Telefons? Hm? Sie könnten uns ja vielleicht mal erklären, warum Sie die Menschen am Telefon betrügen. Mit den billigsten Tricks und Methoden. Ist ja wirklich wahnsinnig, was Sie da so von sich geben. Irgendeinen Namen ins Telefon nuscheln, aber einen Sergej habe ich nie angemeldet. Ist ja vollkommen Quatsch. Tja, und dann das Mikrofon einfach stumm machen, ne? Ja, Farlich. Ja. Sie zahlen diesen Anruf. Wissen Sie das? Nee, ich zahle nicht für den Anruf. Ich rufe Sie... Das geht bei dieser Leitung hier gar nicht. Die ist extra so eingerichtet, dass sie kein Geld produzieren kann. Ja, Farlich. Ich rufe Sie jeden Tag an. Vielen Dank. Tja, immer wieder lustig, ne? Wenn man denkt, dass der Betrüger schon aufgelegt hat, aber solange die Zeit da läuft, haben die meistens eigentlich nur ihr Telefon gestummt. Aus dem ganz einfachen Grund, weil der Kunde auflegen soll. Denn wenn die auflegen, dann versauen die höchstwahrscheinlich ihre Statistik. In der Regel legt ja nun mal auch der Kunde auf, wenn er wütend ist. Und wenn der Mitarbeiter da auflegt, dann kann das immer so ein Indiz dafür sein, dass der nicht vernünftig arbeitet, weil er keinen Bock hat und das Gespräch wegdrückt. Und das sehen die da tatsächlich auch in der Statistik. Dass sie dann Telefonsystem benutzen, habe ich euch hier schon erklärt. Und darüber lassen sich natürlich auch wunderbar sämtliche Statistiken rausziehen. Wie zum Beispiel Telefonatlänge im Durchschnitt einzeln, wie oft der Mitarbeiter auflegt, wie oft der Kunde auflegt, und daraus kann man auch
Bauchquerschnitt ziehen. Und daran werden auch Mitarbeiter bemessen. Leider auch in Deutschland. Naja, ist halt wie Legebatteriehaltung, ne? Kennt man ja leider nicht anders. Ist ja mittlerweile bei uns auch irgendwie üblich geworden. Aber das ist tatsächlich wieder Wahnsinn, was da für einer dran ist, der uns hier ganz viele Telefonate versprochen hat. Gehalten hat er sich da nicht dran. Aber was er da jetzt erzählt hat, dass ich die Kosten für dieses Gespräch tragen würde, dem ist auch nicht so. Sowas gibt es tatsächlich. Ja, dagegen kann man sich zum Beispiel mit seinem Privatanschluss wehren, indem man eine Drittanbietersperre einrichtet. Und das kann man beim Festnetz als auch bei seinen Handynummern tun. Ich glaube auch bei Prepaid. Das ist vielleicht ein bisschen fummeliger, aber da gibt's ja auch eine Hotline. Solltet ihr vielleicht mal direkt mal anrufen und mal fragen. Das ist, wie gesagt, Stichwort Drittanbietersperre. Sollte grundsätzlich auf jeder Telefonleitung eingerichtet sein, denn so können dann wenigstens keine Sonderkosten entstehen. Es kann natürlich auch unter Umständen sein, dass man dann keine Sonderrufnummern mehr so einfach anrufen kann, aber unter 0180 Info. Könnt ihr, wenn ihr 01805 Nummern oder 01 was weiß ich, Telefonnummern, die kostenpflichtig sind, wenn man auf 0180.info diese Service-Hotline eingibt, dann bekommt man die tatsächliche Festnetznummer oftmals raus vom Callcenter. Denn diese kostenpflichtigen Hotlines sind ja auch nichts anderes als eine Weiterleitung, eine Aufschaltung. Nun ja, und auf meiner Leitung können auf jeden Fall keine Kosten entstehen, denn hier sind ausgehende Anrufe komplett gesperrt und das Telefonsystem, was ich benutze, ist halt auch eine Cloud-Lösung, aber die ist auf Prepaid-Basis. Das heißt, ich lade da Geld auf, wenn ich der Meinung bin, ich muss mal wieder was aufladen. Und dementsprechend habe ich die Kosten da voll im Blick und der Anruf hat mich nichts gekostet. Weiß ich nicht, was die immer mit solchen Quatsch erzählen wollen. Mich hat's jetzt nicht beeindruckt. Ja, bitteschön. Hallo, ich grüße Sie. Ja. Spreche ich mit Sabol Salmonelle, ja? Ja, die Salmonelle ist am Apparat. Ich grüße Sie, Herr Salmonelle. Brigitte Lutz ist am Apparat. Ich bin Ihre offizielle Ansprechpartnerin. Sie haben sich angemeldet am 3. Ja, für die Handelsprozesse an den Referenzbörsen. Deswegen rufe ich Sie an, damit ich Ihnen dabei helfen kann, Ihre Registration bis Ende zu bringen. An welchem 3. denn? Wie bitte? Am 3. November. Ach so. Vor einigen Tagen, Sie haben das alles auch vorgenommen, ja? Sagen Sie mir bitte, Herr Salmonelle, Sie interessieren sich für die Handelsprozesse an den Referenzbörsen, ja? Nee. Nein? Dann aus welchem Grund haben Sie sich angemeldet? Warum haben Sie dann ein Handelskonto beantragt und anschließend es registriert? Ja, ich wollte mal gucken, wie lange das dauert, bis dann ein Betrüger am Telefon ist. Aha, und kamen mehrere Betrüger am Telefon? Ja, haben sich viele gemeldet. Viele gemeldet. Und was haben Sie gemacht? Haben Sie das Geld eingezahlt oder noch nicht? Nee, ich habe das dann auf YouTube veröffentlicht. Wie bitte? Ich habe das dann auf YouTube veröffentlicht. Aha, okay, dann das ist eine richtige Entscheidung. Dann in dem Fall wünsche ich Ihnen weiterhin auch viel Erfolg, ja? Ja, den werde ich haben. Auf jeden Fall. Einen schönen Tag noch dann. Ja, ciao, den wünsche ich mir auch. Nein, das wird auf jeden Fall so auch sein. Und ja, weiß ich. Eine wunderschöne Woche wünsche ich Ihnen noch. Entzückend. Danke. Alles Gute. Ciao, ciao. Tüdelü. Schon der absolute Wahnsinn, was man da für Leute an die Leitung bekommt. Tja. Wenn ihr das Projekt Callcenter-Abzocke unterstützen möchtet, dann gibt's unter dem Video direkt einen Mitgliedschaftsbutton mit einem kleinen monatlichen Betrag, den ihr euch selbst aussuchen könnt, könnt ihr den Kanal finanziell unterstützen. Müsst ihr aber natürlich nicht. Ein Daumen nach oben ist natürlich auch immer eine Unterstützung und ein Kanalabonnement sowieso. Das Abonnement an sich ist erstmal kostenfrei. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl und vielen, vielen, vielen weiteren Telefonaten. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.